Ja, es ist auch eine ganz schwierige Sache, sich dem Thema der Eigentlichkeit zu stellen. Wann ist etwas eigentlich und was ist eigentlich? Das ist eine sehr schwierige Sache, weil wir natürlich ununterbrochen etwas vereigentlichen müssen und dann sofort wieder veruneigentlichen. Also wir haben die ganze Zeit zu tun mit dem Hin und Her. Also wir, wie wütend, müssen wir ununterbrochen gegensteuern. Dann nehmen wir zum Beispiel unsere Regierung, die jetzt das Sparpaket ausgegeben hat. Also die Regierung gibt das Kommando Sparen aus. Und was geschieht? Das Volk spart und die Regierung macht weiter. Damen und Herren, Schwestern und Brüder. Das ist ein großer Irrtum, nicht? Also Maria Schell, Alexander Makulan und Hermes Fettberg, wir drei halten allerdings das Vergeuden aufrecht. Ich habe voriges Jahr 900.000 Schilling Eingang gehabt. Da sind die 30.000 Schilling, die mir die Mama gegeben hat, gar nicht dabei. Und also ganz im Ernst, ich habe also tatsächlich 900.000 Schilling eingenommen und am Jahresende einen Liquiditätsengpass von 70.000 Schilling gehabt. Sie müssen sich vorstellen, ich habe also alles ausgegeben. Ich glaube, die Konjunktur in Gumpendorf West hält nur ich aufrecht. Und kaum wird jemand vereigentlichen, müssen wir uns schon zusammenrotten und veruneigentlichen. Und so hin und her halt. Ne? Dann wird es schon irgendwie gehen, die paar Jahre. Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, eine große Herumvereigentlichererin und wiederum Zurückvereigentlichererin ist auf dem sexuellen Gebiet Frau Kollegin Gerti Sänger. Wir haben immer so eine Viertelstunde, ja. Circa. Dann kommt der Kuckuck. Ja. Liebe Frau Professor Sänger. Nein, nicht Professor. Noch, wird aber nicht mehr lang dauern. Eierlikör oder Frukade? Ich freue mich auf den Eierlikör. Ja, schaut, wir haben, das ist auch etwas Sämiges. Ja, mollig und weich. Aber der ist vom Kirnbauer. Ja. Das ist aber nicht der von der Technischen Rundschau, sondern das ist... Und der ist ungemein flüssig. Das ist, also ich weiß nicht, warum der so flüssig ist. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen für Eierlikör oder ein schlechtes? Ich weiß nicht, den letzten Eierlikör habe ich, glaube ich, vor 30 Jahren getrunken. Sie sind also auf dem Gebiet nicht, keine Spezialistin. Liebe Frau, jetzt sage ich schon wieder Professor. Lieber Prost. Herr Fettberg, Prost. Bin neugierig. Gut. Trinken Sie das immer? Oder jedes Semester eine neue Flaschen. Also insofern haben wir es jetzt bald durch, alle. Achso, Entschuldigung, dann nochmal. Entschuldigung, das sind meine Erfrischungstüchlein. Das ist aber nicht absichtlich. Na, heute ist es wichtig mit den Blähungen. Ja. Nein, aber eben, das rülpst bei mir auch eher. Also, das ist insofern eh kein... Sie beschäftigen sich sehr viel mit Sexualität. Sie in der größten Zeitung des Landes, in der Kronenzeitung, ich in der kleinsten Zeitung des Landes, im Falter. Wir sind also, jede Woche müssen wir uns mit Sexualität auseinandersetzen. Das ist ein ziemlich mühsames Gewerbe. Einmal habe ich Sie ja sogar kritisiert, weil Sie in einem Buch geschrieben haben, und zwar das die Sexualleben der Österreicher, oder wie hat das Buch geheißen? Österreich Intim, ja. Dass in Österreich alles in Ordnung sei. Habe ich nicht geschrieben. Sexuell. Im Gegenteil. Die Österreicher sind zufrieden mit ihrer Sexualität. Im Großen und Ganzen. Eigentlich. Sehen Sie?
Eigentlich. Eigentlich ist er ein Loser, gell? Aber sehen Sie, das glaube ich nicht. Nicht. Mhm. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Sexualleben in Österreich ist nicht mustergültig. Mhm. Also wenn man sagt, dass 65% zufrieden sind, kann man sagen, sie sind eigentlich zufrieden, oder? Oder wie? Oder uneigentlich? Ach, haben Sie es selber gefragt? Nein. Also Sie sind zu den Österreichern gegangen und haben gefragt? Sie haben einen Fragebogen ausgefüllt und der wurde dann statistisch ausgewertet. Ja, aber das sind ja lauter Prahlhänse. Naja, aber wenn man... Wenn man bei jeder Statistik davon ausgeht, dass gewisse Prahlhälse dabei sind, dann kommt aber eh immer das Gleiche raus. Immer das Eigentliche kommt raus. Nein, es ist so. Ich glaube, in Österreich ist es, man kann Österreichern überhaupt keinen Fragebogen geben. Der kann anonym sein, was er will. Ja. Wissen Sie, was ich lange Jahre geglaubt habe? Nein. In meiner Wohnung, ja, da war niemand, niemals irgendeine Fernsehfirma oder was, schon vor vielen Jahrzehnten, und da habe ich mir ununterbrochen eingeredet, meine Mama kann mir durch eine Kamera zuschauen. Wirklich, ich habe mir das ständig eingeredet, habe mir gedacht, die Mama schaut mir zu. Und dann habe ich irgendwie so fantasiert, ich hätte was erfunden. Und wenn ich das denke, dann schaltet sich die Kamera aus, ja, und die Mama schaut nicht zu, dann onaniere ich schnell. Ja. Dann denke ich die Kamera wieder ein. Die Mama glaubt, eine kleine Bildstörung in Gumpendorf. Ja? Sehen Sie, also wir Österreicher, so schließe ich jetzt von mir auf es, auf eng, also ja, auf uns. Also aber das ist eigentlich ein raffiniertes System mit der Kamera. Schaut sie zu, schaut sie nicht zu, schaut sie doch zu. Ja. Im eigentlichen Moment schaut sie nicht zu. Also ich habe mir und macht den eigentlichen Moment wieder zu einem uneigentlichen. Ja. Und ich habe mir es eigentlich gut gerichtet. Mhm. Oder? Das machen wir doch alle. Wir richten es uns an. Aber haben Sie diesen Fragebogen tatsächlich geglaubt? Also Sie haben guten Grund anzunehmen gehabt, dass die die Wahrheit sagen. Also jeder, der sich mit einer Statistik auseinandersetzt, bringt die notwendige Gläubigkeit und das notwendige Misstrauen der Sache entgegen. Und so habe ich es sicher auch gesehen. Ich denke, dass wirklich bei jeder Statistik so sozial erwartete Antworten gegeben werden. Aber das wird eh immer mit berücksichtigt. Mhm. Also bei 65% Österreichern, die sagen, wir sind eigentlich mit unserem Sexualleben zufrieden. Was würden Sie schätzen, wie viele haben gemogelt? 62%. Also ich meine, ich komme ja vom Bekennertum. Ja, das hat mir immer sehr imponiert. Sie sind dann wiederum mehr ohne Bekenntnis. Richtig. Das sind verschiedene Methoden. Ja. Warum liest man so wenig? Also gibt es irgendwelche... Was ist so? Versteck? Mehr, viel mehr. Es ist so, ich mag das unheimlich, wie Sie sich darstellen. Ich habe eine tiefe Bewunderung und kann mich nicht satt hören und nicht satt sehen. Aber mir selbst fällt schwer. Also ich halte mich lieber bedeckt. Ich rede gern drüber, aber eher über Sie oder über andere oder über die Sache im Allgemeinen. Die habe ich ja zu meinem Thema gemacht. Aber ich mich selbst habe ich lieber, wenn ich dahinter stehe. Und ein bisschen die Richtung. Also andererseits wiederum die Qualität des Geheimnisses. Mhm. Ja? Diese wunderbare, also sagen wir jetzt, wo wir alle Tabus niedergerissen haben, entdecken wir auch die Qualität des Geheimnisses. Ne? Ich bin schon dafür, dass man Geheimnisse auch wahrt. Ich finde, also diese, also Sie werden immer irgendein Geheimnis haben, davon bin ich überzeugt, gerade Sie. Zum Beispiel heute, das war doch vorhin eine Offenbarung, ne? Ja, aber dann kein Geheimnis mehr, kein Rechtes. Kommt aber anders. Ja, ja, ja. Sie meinen, hinter den Blähungen steckt was anderes. Ja. Was würden Sie jetzt so ad hoc als Analytikerin was sagen? Was können Sie nicht verdauen? Außer dem Junkfood. Sie spielen auf den Palm an. Naja, das war jetzt ein interessanter Einfall. Ne? Nein, ich meine, der ist wahnsinnig schwer zu verdauen. Wirklich? Er ist ein sehr, sehr harter Knochen. Ja, er war sehr spröd vorhin, habe ich mir auch gedacht. Auch zu Ihnen. Allgemein, ne? Ja. Also Sie sind schon dafür, dass es Bekenner gibt, ja, also die Sexualbekenner. Das ist sehr wichtig. Für, aber es gibt jetzt einen Overkill, in euren Talkshows wird über Sexualität geredet, es graust einem schon.
halten Sie, sozusagen, ist es jetzt, es ist ein anschwellender Boxgesang, ist es genug? Also, sollen wir jetzt 10 Jahre nicht reden? Nein, das ist ja noch nie gelungen. Und wenn man nicht redet, denkt man ja umso mehr daran. Das ist ja das Teuflische. Je mehr man versuchen würde, das aus den Talkshows und Medien rauszuhalten, desto besessener würden die Leute herumrennen. Das ist ungefähr so. Wenn Sie keinen Hotdog essen und kein Junkfood, was glauben Sie, woran Sie den ganzen Tag denken? Hotdog. Hotdog. Ist Liebe nicht ein Irrtum? Ich meine, gut, es ist gut gegen Einsamkeit also und so, aber ist es wirklich so, ist die Idee, dass zwei Leute in einer Wohnung leben, überhaupt? Gut, ein Schloss, linkser Flügel, rechtser Flügel, in der Mitte Putzpersonal. Ja. Da ist viel dran. Was wäre gewesen, wenn Romeo und Julia nicht durch den Balkon getrennt gewesen wären? Stellen Sie sich das vor. Was hast du durch den Balkon? Was hast du durch den Balkon? Naja, die waren also, die ja waren durch den Balkon getrennt. Balkon. Wenn die beieinander gewesen wären, nicht getrennt. Die waren doch miteinander am Balkon. Nein, sie war oben, er war unten. Na, aber wieso? Aber bei der Aufführung im Theater Brett sind sie miteinander im Bett gelegen. Das war eine eigenwillige Interpretation. Ah, die haben sich nie berührt? Na ja, vielleicht ganz kurz, aber die haben nicht so miteinander gewohnt, wie Sie es vorhin gesagt haben. Sie war oben, er hat geschmachtet, er hat sich verzehrt. Aber nach im Theater, im Theater Brett haben sie das anders gespielt. Da war der Sohn vom Theaterdirektor, der junge Brett, ja, hat das gespielt. Die heißen wirklich Brett, der hat das gespielt, der junge, ja, Brett. Und der war süß, ja, aber die sind miteinander im Bett gelegen. Wie war lang? Das? Kurz. Na ja, gut, die Aufführung hat überhaupt nur 1,5 Stunden gedauert. Liebe Frau Doktor, ich bin wirklich mit Ihnen restlos glücklich und habe das Gefühl, dass wir im Großen und Ganzen ziemlich gleich klingende, nur mit den 65%, also da haben Sie sich einlegen lassen. Aber sonst bin ich mit Ihnen sehr, sehr zufrieden. Danke. Ich danke sehr und habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich bin, also gut, plaudern gesättigt, können, gesättigt. Und muss nicht bombardieren. Also auch die Pläne haben Sie etwas gelöst jetzt. Da bin ich wirklich froh. Ich bin jetzt fitter als am Beginn. Wirklich? Ja? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich warte auf das also, Foto. Ja, aber haben Sie noch irgendwelche Unklarheiten? Also, ich habe Sie schon gefragt, ob es irgendwie in Ihrem Leben jetzt, wo Sie so prominent geworden sind, nicht eine Veränderung gegeben hat, weil Sie sonst immer geklagt haben. Aber Sie haben es beantwortet. Sie haben gesagt, nicht wesentlich. Sie werden schon eigentlich sehen. Nicht, haben Sie gesagt. Ich mache immer aus allem das Schlechteste. Klagen kann ich immer. Und das ist ja das Schreckliche. Nicht? Wir Österreicher sagen ja, das ist ja das Schrecklichste, was wir Österreicher sagen können. Ich kann nicht klagen. Na danke. So, ja. Ich kann nicht klagen. Was für ein Malheur. Sie können. Ich kann immer klagen. Vielen, vielen Dank fürs Dagewesensein. Würden Sie sich sogar mit mir fotografieren lassen? Gerne, ja. Und vor allem mir keinen Robin dabei anschauen. Ja, das ist. Das kann ich nicht rücken, aber wir können so zusammenrücken. So, machen wir das so, ja? Backe an Backe. Machen wir das so. Ui, der schaut. Und heute ist er ja mit weißen Jeans gekommen. Wahnsinn. Wow. Nun denn zum Dosenschießen, ja, zum Wochenausklang. Das regt mich sehr auf. Das habe ich auch das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht, wie der Eierlikör. Man muss mehr Awe, so mehr von der Hockerl aus. Darf ich ein paar Mal versuchen? Nein, verstehe. Gleich. Ja. Und wir hätten da auch unten noch einen Strich. Ja. Hier, sogar hier, das ist natürlich jenseits der Menschenwürde. Und die Brillen habe ich auch nicht. Und zwar, es hat sich bewährt, zum Beispiel der Sigi Maron, der im Rollstuhl saß, ja, der also von unten auf von bewährt unten sich. Diese alte anarchistische Methode. Geben Sie mir Anleitungen. Ich gehe weit weg. Ja, bitte. Dass Sie sich, holen Sie aus. Ich werfe, wenn Sie sprechen, ja? Gut. Aua! Wie immer. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Dagewesensein. Wir sehen uns.